Wie erklärt man das am besten? Also, warum sich das Universum in seine Existenz geworfen hat, wissen wir nicht. Wir können nur mit den Theorien, die wir von der Aufbau der Materie und der Dynamik der Materie haben, uns ungefähr eine Vorstellung machen, wie es passiert sein könnte, wenn wir das, was wir heutzutage über die Veränderung von Kräften zum Beispiel wissen, wenn wir das an den Anfang des Universums extrapolieren. Das ist alles, was wir tun können. Es ist also blanke Spekulation und niemand weiß, wird auch letztendlich wirklich jemals die finale Antwort bekommen. Also Letztbegründungen können wir auch beim Universum nicht angeben, also keine Causa Finalis. Wenn wir das aber machen, wenn wir also diesen Theorien trauen bis knapp an den Anfang des Universums, dann müssen wir mit der Relativitätstheorie und Quantenmechanik das zusammenfassen zu einer Situation, die einigermaßen, ja, wie soll man sagen, merkwürdig ist. Also man kann zwar große Zahlen angeben, zum Beispiel die Temperatur des Beginns, 10 hoch 32 Grad. Man kann auch sagen, wie hoch die Dichte gewesen sein könnte, 10 hoch 94 Gramm pro Kubikzentimeter oder Kilogramm pro Kubikzentimeter, ist eigentlich auch wurscht bei diesen hohen Zahlen. Man kann sogar die kleinste kausal sinnvolle Längeneinheit angeben, sowas wie 10 hoch minus 35 Meter und sogar die kleinste kausal sinnvolle Zeiteinheit. Kausal ist für unser Erkenntnisvermögen eben wichtig, dass wir zwischen Ursache und Wirkung unterscheiden können, alles wunderbar. Ja, aber dann muss das Universum praktisch begonnen haben, als etwas, was deutlich im Ungleichgewicht gewesen ist. Also im Gleichgewicht wäre gar nichts passiert, denn das Gleichgewicht zeichnet sich dadurch aus, dass nichts mehr passiert. Also muss es im Ungleichgewicht gewesen sein, mit anderen Worten, es muss sich um etwas gehandelt haben, dass man im Allgemeinen mit irgendeiner Art von Quantenfluktuation beschreibt. Irgendetwas, ein Feld, ein Energiefeld, muss über seinen Wert oder unter seinem Wert gelegen haben, um dann im späteren Verlauf durch die Expansion des Universums wieder in den Zustand zu kommen, den es eigentlich haben möchte. Das klingt so ein bisschen wie, als wenn sich der Baron Münchhausen selber aus dem Sumpf gezogen hat, und genau so ist es in der Tat aber auch. Wenn es also so stimmen sollte, was wir bis heute über die Mächtigkeit und über die Dynamik des Vakuums wissen, dann macht das Vakuum solche Fluktuationen immer wieder. Ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Kann man höher oder stärker sein. Und je nachdem, wie weit es von diesem Zustand weg ist, kann dieser Zustand eben auch sehr langlebig sein. Und irgendwann kommt es gar nicht mehr richtig zurück. Das kann auch passieren. Wenn in der Zwischenzeit nämlich etwas passiert ist, was ihm das Zurückspringen verbietet. Und so würde dann ein Universum tatsächlich praktisch aus dem physikalischen Nichts heraus entstanden sein, als eine Abweichung von diesem Nichts. Also im Anfang war ein Unterschied. Dieser Anfang muss allerdings auch noch eine ganz besondere Eigenschaft gehabt haben, weil er im weiteren Verlauf sogar eine überlichtschnelle Superexpansion durchlaufen haben muss. Das kann man jetzt im Nachhinein schon ziemlich sicher sagen, denn wir haben eine ganze Reihe von Eigenschaften, die wir nur verstehen können, wenn das Universum viel, 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 viel größer ist als das, was wir sehen können. Damit wird nämlich verständlich, warum das Universum so flach ist. Das ist dann die Sache mit der Ameise, die versucht herauszufinden, ob die Erde eine Kugel ist. Wie soll die Ameise das herausfinden, da die Kugel so viel größer ist als sie? Und so wäre es auch für uns so, dass wir die Flachheit des Universums, aber auch die Größe der Schwankungen in der Hintergrundstrahlung eigentlich nur verstehen können, wenn das Universum kurze Zeit nach seinem Beginn eine Überexpansionsphase erlebt hat. Die sogenannte inflationäre Kosmologie spricht dann von dieser Expansionsphase, die so schnell gewesen ist, dass innerhalb kürzester Zeit 50 Größenordnungen an Radiuszuwachs da war. Und dann fing das Universum an, sich eben wieder normal auszubreiten, wurde immer kühler, und dann hat in den ersten 3 Minuten das stattgefunden, was wir heute schon ziemlich gut verstehen, nämlich es haben sich Atomkerne gebildet. Aus der Quarksuppe haben sich irgendwelche Hadronen gebildet, also Protonen und Neutronen. Bei den Neutronen tickte dann die Uhr recht schnell, weil freie Neutronen zerfallen. Es bildeten sich die ersten Deuteronen, also die Atomkerne des schweren Wasserstoffs, und im weiteren Verlauf dann auch die Heliumkerne. Das heißt, das ganze Urknallmodell ist im Übrigen nur entstanden, weil ein paar Kernphysiker sich am Ende des Zweiten Weltkriegs überlegt haben, Mensch, wenn wir die Atomkerne verstehen und wenn diese Astronomen recht haben, dass das Universum vielleicht mal so groß gewesen ist wie ein Atomkern, das können wir physikalisch sauber beschreiben. Und aus diesen Überlegungen hat sich dann das ergeben, was man heutzutage Urknallmodell nennt, dass man nämlich Vorhersagen sogar formulieren konnte, nämlich
25% Helium sollte das Material haben und der Rest müsste aus Wasserstoff bestehen, wenn es sich um die Leuchtmaterie handelt. Heutzutage würden wir sogar sagen, dass in diesen Vorstellungen darüber, wie das Universum sich in seiner ganz frühen Phase, also lange vor der Entstehung der Atomkerne der ersten 3 Minuten entwickelt hat, da müssen da noch ganz andere Teilchenfamilien entstanden sein, die wir heutzutage gerne mit dem Wort dunkler Materie bezeichnen, denn auch diese Eigenschaft haben wir heute im Universum. Das heißt, heutzutage würde man vielleicht so ein kosmologisches Modell nicht vom Standpunkt der Kernphysik aus entwickeln, sondern vom Standpunkt der Elementarteilchenphysik. Man würde damit sogar näher an den Urknall herankommen. Vielleicht wird man in 200 oder 300 Jahren vom Standpunkt der Gravitationsphysik den Anfang des Universums erklären. Da würde man nämlich sagen, naja, wir verstehen jetzt, wie die Gravitationswellen entstehen, wir können sie auch messen. Also messen wir die Gravitationswellen des Urknalls zum Beispiel mal nach, dann könnte man noch näher an den Anfang rankommen. Und auf die Art und Weise praktisch immer wieder die neuen Entdeckungen über die Phänomene innerhalb des Universums immer näher und näher auch mit Theorien so zu beschreiben, immer besser und besser zu beschreiben, dass man was darüber versteht, wie aus dem Nichts etwas werden konnte. Oder wie Thomas Mann das in dem Hochstapler Felix Bekenntnis des Hochstaplers Felix Kohl mal so schön gesagt hat, das Sein entspringt aus dem Nichts und das Leben entspringt aus dem Sein. Aber beim Leben sind wir noch gar nicht. Wir sind bei den ersten 15 Minuten hier im Universum, wo aber in dieses Sein eben die wesentlichen Bausteine schon bildet, nämlich Atomkerne, die an einem späteren Verlauf innerhalb der Sterne nochmal zu den schweren Elementen zusammengebaut werden können, aus denen dann vielleicht viel, viel später auch Lebewesen entstehen können. Aber der Beginn der gesamten atomaren Struktur des Universums wurde in den ersten 3 Minuten gelegt. Da entstanden Wasserstoff und Helium, bisschen Lithium, Beryllium und Bohr. Und in der Zwischenzeit hatte sich das Universum aber so weit ausgedehnt und so weit abgekühlt, dass es zu keinen weiteren Kernreaktionen mehr kam. Also nach 15 Minuten spätestens waren praktisch die atomaren Konstituenten des Universums entstanden. Es war ein Universum entstanden, das expandierte. Und es war auch schon ein Universum entstanden, in dem sich Strukturen gebildet haben können. Denn mit der Vorstellung, dass das Universum als quantenmechanisches Universum entstanden ist, ist auch verbunden, dass das, was innerhalb des Universums als Energie bezeichnet werden kann, fluktuiert. Also praktisch genau wie das Universum selber schwankt, so schwankt auch jede Größe im Universum immer um ein bisschen, immer so um ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und durch die Entstehung der Gravitation in der ganz frühen Phase im Universum, einer Kraft, die nur attraktiv ist, also immer anziehend ist, ist auch klar, wie Strukturbildung sich in einem expandierenden Universum entwickeln konnte, nämlich genau dadurch, dass Energie an einer Stelle ein bisschen höher war als an der anderen und damit auch, wenn denn aus dieser Energie Masse werden sollte, dort auch die Dichte ein bisschen höher war als in der Umgebung. Ja, und dann fängt die Gravitation an und zieht systematisch per Zins- und Zinseszinsrechnung alles zu sich heran. Das heißt also, die Entstehung der Gravitation und die quantenmechanischen Eigenschaften des Universums zusammen geben einen ganz guten Blick darauf, A, wie das Universum entstanden sein könnte, nämlich quantenmechanisch, B, wie es strukturiert worden ist durch die Gravitation und C, wie sich die atomaren Konstituenten gebildet haben, nämlich durch die kernphysikalischen Prozesse. Und damit hätte man so die großen 3 wichtigen Eigenschaften des Universums zusammen. Die Energie kommt, für dieses Universum kommt aus dem Ungleichgewicht. Also, wenn es tatsächlich so gewesen sein sollte, das können wir durch nichts begründen, wir haben keine Möglichkeit, das wirklich zu formulieren, was die Bedingung der Möglichkeit ist, dass ein Universum existiert, dann ist die Energie für die Expansion des Universums dahergekommen, dass es sich am Anfang so weit vom Gleichgewicht entwickelt hat. Praktisch der große Temperaturunterschied, der große Energieunterschied vom Anfang ist die gewaltige Energiequelle, aus der das Universum heutzutage noch seine Energie hernimmt, um die Expansion anzubringen. Aber diese Vorgänge entziehen sich weitestgehend unserer Kenntnis, da wir zwar Theorien darüber anstellen können, aber leider keine Experimente dazu machen können. Wir können nur extrapolieren, das was wir wissen, extrapolieren wir bis an den Urknall ran. Und Martin Bojoval zum Beispiel hat diese Kenntnisse sogar durch den Urknall durchintegriert in die Zeit davor. Nur was vor dem Beginn des Universums war, das hat sich schon Augustinus gefragt, was Gott vor der Schaffung des Universums gemacht hat und er hat gesagt, er hat die Hölle geschaffen für Leute, die solche Fragen stellen. Also ob die dunkle Energie was mit der Vakuumenergie zu tun hat, weiß kein Mensch. Alles deutet viel eher darauf hin, dass es sich um eine kosmologische Konstante handelt. Also alle Daten, die wir haben, deuten eher
nicht auf den Feldern in der Frühphase entwickelt hat, sondern dass es schon immer so war, wie es heute ist. Und das würde bedeuten, es ist eine Anfangsbedingung im Universum. Es ist genauso zufällig wie die Lichtgeschwindigkeit, Planck'sche Wirkungsquante, wie Gravitationskonstante und so weiter. Alles Naturkonstanten, deren Wert auch so aberwitzig ist, also so, die haben so gar nichts mit irgendwelchen anderen Begriffen zu tun, die wir sonst in der Natur so finden, exponentielles Wachstum zum Beispiel, oder sowas wie die Zahl Pi und so. Das ist nichts davon, gar nichts. Das sind einfach nur Zahlen und diese Zahlen haben eine Bedeutung, die für uns völlig unklar ist. Völlig. Wir haben keine Theorie, die sozusagen aus dem Ärmel schütteln würde, da kommt das Planck'sche Wirkungsquantum raus und wenn wir das machen, kommt die Lichtgeschwindigkeit raus oder die Gravitationskonstante. Nichts. Es könnte sogar sein, dass der Beginn des Universums für uns in diesem Sinne empirisch immer unerklärbar bleibt, weil wir einfach keine empirischen Möglichkeiten haben, das zu überprüfen. Also am Ende bleibt eine Theorie und diese Theorie kann mehr oder weniger plausibel sein. Ganz ehrlich gesagt, bei mir ist es momentan, oder seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass eine Theorie über das Universum so abstrakt wäre, dass man sie sowieso nicht verstehen kann. Wir haben ja schon bei der Quantenmechanik leider Gottes den Zustand, dass wir nicht mehr davon reden können, das wirklich zu verstehen, sondern dass wir schlicht sagen müssen, wir haben eine bestimmte Reihe von Annahmen, die sind mathematischer Natur und aus diesen Annahmen ergeben sich Schlussfolgerungen, die allerdings nicht mehr mathematisch sind, sondern physikalisch. Und siehe da, diese Schlussfolgerungen führen zu Vorhersagen, diese Vorhersagen kann man im Modell bzw. im Experiment überprüfen. Da. Man braucht nicht mal Experimente zu machen. Man kann die Rolle des Beobachters aus all diesen quantenmechanischen Experimenten komplett rauslassen. Man schaue sich einfach nur Sterne an. Sterne sind Kernfusionsreaktoren. Kernfusion funktioniert nur mit dem Tunneleffekt. And we are in the heart of quantum mechanics. Das heißt, wir brauchen keinen Doppelspalt, wir brauchen keinen Pauli, wir brauchen keine Probleme. Wir können diese ganzen Interpretationsprobleme der Quantenmechanik können wir völlig beiseite lassen. Wir schauen uns einfach nur Sterne an und sehen, unsere Beschreibung der quantenmechanischen Prozesse scheint nicht falsch zu sein. Sie scheint sehr gut und sehr richtig zu sein. Es ist kompletter Zufall. Also, wenn wir anfangen würden, darüber ernsthaft zu spekulieren, dann betreibt man keine Naturwissenschaften mehr. Naturwissenschaften sind empirische Wissenschaften und die verlangen immer, empirische Hypothesen müssen an der Erfahrung scheitern können. Das heißt, man muss sie testen können. Man kann aber die Feinabstimmung des Universums nicht testen. Also, wir sollten nicht anfangen zu versuchen, die Naturkonstanten zu verändern, weil damit eben einhergeht, dass praktisch die gesamten Wechselwirkungen, die es innerhalb des Universums gibt, sich verändern würden. Das Universum ist ein so dichter Wechselwirkungsprozess mit sich selbst, eine dauernde Causa sui, also der Grund von sich selber ist das Universum, ein Selbstorganisationsprozess, der pausenlos Möglichkeiten erzeugt, ausprobiert, realisiert, verwirft und so weiter. Und wir sind eine Möglichkeit davon. Es könnte sein, dass wir Menschen Erfahrungen sind, die das Universum nur machen kann, indem es eben genau solche Geschöpfe schafft wie uns. Aber davon haben wir keine Ahnung. Die Feinabstimmung ist ein interessantes physikalisches Problem, sehr bemerkenswert, wie fein das Universum ist, abgestimmt ist, aber wir sind deswegen nur hier, weil die Evolution uns genau unter den physikalischen, chemischen, biologischen Randbedingungen hervorgebracht hat, die wir erforscht haben bis heute und die wir noch erforschen werden. Aber mehr kann ich als Naturwissenschaftler dazu nicht sagen. Philosophisch sieht die Welt natürlich ganz anders aus, da kann man durchaus metaphysisch spekulieren, wie könnte eine vernünftige naturphilosophische Betrachtung der Entstehung des Universums aussehen. Und da ist zum Beispiel dieser Begriff der Prozessphilosophie, der wäre da vielleicht ganz hilfreich, dass man nämlich das Universum wirklich als einen Selbstorganisationsprozess behandelt, der unter den quantenmechanischen, relativistischen und sonstigen Randbedingungen immer wieder Neues schafft, weil es etwas ist, was mit sich selber wechselwirkt, dauernd. Also man kann nicht wechselwirken. Und selbst wir selber, wie wir hier sind, hier jetzt, selbst die Kamera, obschon sie so einen stabilen Eindruck macht, ist eine ständige Wechselwirkungsprozedur, A mit sich selber und B zum Beispiel mit dem Licht, was auf sie fällt. Also hätten wir einen quantenmechanischen Blick auf diesen quantenmechanischen Apparat, dann würden wir sehen, dass selbst die Kamera sich andauernd verändert. Pausenlos gibt es irgendwelche merkwürdigen Austausch von Energieformen. Wir Menschen verändern uns, gerade Lebewesen sind von einer sehr hohen Dynamik durchdrungen. Und das Universum scheint etwas zu sein, was sich ständig gerne selbst erlebt und spürt. Aber das ist Metaphysik.
Also das Bemerkenswerte ist ja, dass die Naturwissenschaften praktisch alle Erfahrungen, für die die subjektive Perspektive des Menschen notwendig ist, rauslässt. Das ist ja bemerkenswert. Obwohl diese subjektiven Erfahrungen des Menschen die Voraussetzung für die naturwissenschaftliche Forschung ist. Nämlich zum Beispiel sowas wie Neugier. Ich kann aber Neugier nicht messen. Aber wenn jemand überhaupt nicht neugierig ist, wird er auch keine Forschung betreiben. Also das Merkwürdige ist also, die empirische Forschung weist im Grunde genommen über sich selbst hinaus, weil sie sich von vornherein ja selbst beschränkt hat auf das, was man eben messen kann. Insofern verweisen eben im Grunde genommen alle Forschungsergebnisse darauf, dass die Welt viel größer ist als das, was man erforschen kann. Das wäre ein Zugang zu dem Thema Glauben. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir als Produkte der Evolution gewisse Regeln entwickelt haben, die unser Zusammenleben in irgendeiner Art und Weise koordinieren. Am besten natürlich so, dass eben das Spiel des Lebens weitergehen kann. Sodass also bestimmte Glaubensaspekte auch unter dem Hinblick gesehen werden müssen, dass sie ein Produkt der Evolution sind. Dass es also auch so etwas wie evolutionäre Theologie gibt. Und viele unserer Glaubenssätze vielleicht eher was damit zu tun haben, dass wir ethische Grundsätze verfolgen, die der Stabilität unserer Population dienen und nicht so sehr der Tatsache, dass es etwas Transzendentes gibt. Aber die empirische Forschung verweist eigentlich immer wieder darauf, dass die Welt auf jeden Fall viel größer ist, als sie erforschen kann. Im Übrigen kann ich nur auf den großen Mathematiker Kurt Gödel verweisen, der mit seinem Unvollständigkeitssatz eigentlich all diesen Fragestellungen den Garaus machen müsste, weil Kurt Gödel hat mal gesagt, hat es ja bewiesen, dass also Aussagensysteme von einer bestimmten Mächtigkeit sich nicht selber begründen können. Und ich kenne keine mächtigeren Aussagensysteme als die religiösen auf dem Planeten Erde. Und sie können sich nicht selbst begründen. Auch die empirische Forschung kann sich nicht selbst begründen. Diese beiden Bereiche sind also auf Gedeih und Verderb dazu verdammt, irgendwie in friedlicher Koexistenz miteinander zu existieren. Das wird auch immer offen bleiben, weil die Innenperspektive des Subjekts nicht messbar ist. Also die empirische Methodik kann immer nur mentale Zustände messen. Diese Innenperspektive ist nicht messbar. Das ist vielleicht die größte Herausforderung für die empirische Forschung, dass eine Erfahrung, also eine empirische Tatsache für jeden von uns, dass er nämlich ist, dass er existiert, dass ausgerechnet die nicht messbar ist. Das ist natürlich schon ein starkes Stück. Dann gibt es natürlich einige, die sagen, ja, irgendwann wird man das können, irgendwann werde ich mich in dich hineinversetzen können, werde deine Gedanken vorhersagen können und so weiter und so fort. Aber mir scheint, dass der Satz tatsächlich richtig ist. Und wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen können, dann würden wir es nicht verstehen. Also ich komme ja nicht raus aus dieser Selbstreflexion, aus diesen immer wiederkehrenden Spiegelfragen. Also diese Spiegelfragen sind irgendwann auch mal gut. Also sie sind zum Beispiel nicht besonders zielführend im Sinne von zum Beispiel forschungsleitend. Also wenn man aus den Fragestellungen, mit denen man sich beschäftigt, nicht irgendeine Art von Experiment oder Beobachtung ableiten kann, sind sie für die empirische Forschung zumindest nicht besonders zielführend. Es kann sein, dass es ganz interessant ist, so als eine Art von Kunst für die Kunst, sich damit zu beschäftigen. Aber an diesen großen Fragestellungen werden wir uns immer die Zähne ausbeißen. Ganz egal, wie viel wir empirisch oder sonst irgendwie meinen zu wissen, da ist nichts zu holen. Es ist leider Gottes so, dass unser Gehirn oder unsere Vernunft sich Fragen stellt, von denen sie von vornherein weiß, darauf wirst du keine Antworten bekommen. Und das ist schon eine Weile her, dass ein kleiner Mann, aber ein großer Philosoph aus Königsberg, genau das in seiner Rede, Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft formuliert hat. Tut mir leid, mehr ist nicht. Ja, ich bin ein ziemlich begeisterter Schachspieler. Ein passionierter Pfeifenraucher, ein Ausdauersportler und meine Familie.